Okay, ich begrüße euch hier zu den zum Talk Bulgarien-Proteste bei M. Sie wird begleitet von Rosen, einer Journalistin. Und sie ist sehr interessiert an den an der Begrenzung der Medieneinschränkungen in Bulgarien. Das ist Science on, sie forscht über die Implikationen der Ergebnisse des Übergangs vom Kommunismus zur Demokratie in Bulgarien und beobachtet die rechtliche Situation dort. Ein herzliches Willkommen. Thank you. Und startet mit eurem Vortrag. Danke, bitte sehr. Okay, now's the time, actually, I guess. Sorry. So, lasst uns anfangen. If something happens, ich weiß gerade nicht, was los ist. Passiert etwas? Nee, ist alles in Ordnung. No, I'm just trying to share my screen. Okay, ich habe gerade ein bisschen Probleme dabei, mein Bildschirm zu teilen. Aber ich würde es einfach nochmal versuchen. I'll be right back. Nur zwei Sekunden, ich bin gleich wieder da. So, a very nice talk. Okay, es tut mir leid. Let's see if that happens. Und yes. Guck mal, was passiert, ja. Would you like someone from us to try it and share your möchtest du, dass wir vielleicht schon mal anfangen mit deiner Präsentation? It doesn't matter. Es ist nicht so wichtig. Also falls es bei euch weitergeht, bei mir stockt der Stream gerade. We lost her. You're muted, Rosen. Scheint leichte technische Probleme hier zu geben. I mean that, okay, könnte vielleicht jemand anders anfangen? Time that Maya is preparing herself. Radko, do you want to try that? Yes, just let okay, lasst mich kurz mal die Präsentation öffnen und dann teile ich den Bildschirm. Wow. Presentation. So, let me see. Also wir müssen, oder genau genommen, ich muss hier ein bisschen improvisieren. Also, ich werde jetzt mal die Präsentation starten. Seht ihr das? Sie sieht offensichtlich gerade ihre eigene Präsentation. Aber ich habe auch die falsche Präsentation hier offen.
Very sorry. Tut mir wirklich leid, wir werden es jetzt einfach so versuchen. Mein Name ist, ich arbeite in Bulgarien von den letzten 16 Jahren. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen erzählen über die Situation in Bulgarien und warum Menschen auf die Straße gegangen sind und welcher Hintergrund es da gab. Wir werden das Ganze jetzt ein bisschen hier diskutieren. Lasst uns mal mit den Protesten beginnen. Der Sommer in Bulgarien war ziemlich heiß. Okay, ich bin jetzt mal sehr schnell. Es tut mir sehr leid, sowas ist bisher noch nicht passiert. Der Kontext ist Bulgarien und die Communist Party hat sich bis 1990 aufgelöst. Und dann gab es weitere Demos. Und ein paar der Folgen fühlen wir heutzutage noch. Zum Beispiel bei Kriminalstraftaten und so weiter. Und in 2009 wurde ein anderer Premierminister und der war eine zentralrechte Partei. Also ein paar politische Figuren. Der war ein Mitglied in der kommunistischen Partei und hat eine Sicherheitsfirma und war in Sofia Bürgermeister. Er hat auch weitere Sachen. Er hatte spezielle Büros. Es gibt eine Audioaufnahme, wo er ein Mitglied des Europäischen Parlaments bombardieren wollte und er hat ein teures Haus für seine Freundin gekauft. Das andere ist in der Media-Modul Delin Peski, links. Er ist ein Oligarch und angeblich ist er eine wichtige Person in der Politik. Und 2007 wurde er von der Zeitung gefeuert, oder wurde jemand gefeuert und ohne irgendwelche Folgen. Und led to protests and later the appointment und, ja, genau. was revised. 2016 hat er, gehörten ihm 20 Nachrichtenseiten, Tageszeitung. Was ist der aktuelle Status in Bulgarien? Bulgarien hat aktuell den 111. Platz in dem Pressefreiheitszeit. Es ist das korrupteste Land in Europa und es ist global Nummer 24. Wir sind der erste Platz in der Europäischen Union mit Einkommensungleichheit, auch bei Armut und as of data 2018 and Bulgaria but holds ist auch der letzte Platz mit dem Einkommen pro Person. Was war vor den Protesten in 2020? Zuerst waren nationale Sicherheitsguards links zu sehen, die mit Steuergeldern bezahlt wurden, haben einen Strand gesichert, der Gesellschaft gehörte, bewacht und als privaten Strand verkauft haben oder verteilt haben. Und hier wurde es von einem gab es Audioaufnahmen und dass er hat tausende Euros in seinem Hotelzimmer in Portugal und seine
sein Büro wurde durchsucht. Diese konkreten Gründe und die grundsätzliche und dass alle der Meinung sind, dass er seine Sachen missbraucht, hat dazu geführt, dass es in 2020 Proteste gab. Hier sind noch zwei Videos aus September 2020. Leider. Kurze Informationen über die Proteste. In Juli begannen sie und wurden Leute festgenommen. Es gab internationale Proteste und überall in dem Land und Zeltstädte. Und in dieser Zeit wurden viele Anforderungen gestellt. Bei den Protestanten forderten unter anderem finanzielle Stimuli für, also finanzielle Gelder für Arbeitslose. Und am 5. August, während des Parteitags, wurden zwei Journalisten angegriffen. Und ihnen wurde mehrfach gesagt, dass sie nicht willkommen sind auf der Veranstaltung. Am 2. September, da gab es eine nationale, also landesweite Revolte. Und die Situation eskalierte sehr schnell. Polizisten gingen auf Protestanten los mit Pfefferspray und Wasserkanonen. Und sie wurden zu Boden gedrückt, sie wurden getreten. Und obwohl sich dieser Mensch als Journalist ausgab oder zu erkennen gab, hat die Polizei weitergemacht. Die Regierung allerdings offiziell verurteilte diese Taten. Und mit the argumentation by the authorities of a discrepancy of in the financial documentation or something of 5 euros. Also so briefly, kurz, die Proteste gingen durch das gesamte Spektrum der Gesellschaft. Es waren Studenten, Künstler, LGBT-Aktivisten, Gewerkschaften und viele andere. Außerdem war das das Civil Movement Fighter mit dabei. Und sie haben darauf hingewiesen, dass die Europäische Union, die Kommission, darauf hingewiesen hat, dass Gelder veruntreut werden durch die Regierung. Und dies hier ist das Die sind ein paar der Hauptorganisatoren des Protestes, die getrennt. Die Firma ist Precisa BG und Hauptziele sind halt, dass die Gerichte neu organisiert werden. Wir sind zur Europäischen Union, jetzt schauen wir uns an, wie die Europäische Union darauf reagiert hat. Am 10. Juli, einen Tag nachdem die Proteste gestartet sind, hat der EPP-Chairman gesagt, dass er die Protesten und Protestanten unterstützt. Dieser Satz kann aber auch so gelesen werden, wenn wir einfach zwei Worte lesen. Fight against corruption and the promises that are being made to join
Außerdem haben wir den europäischen Parlamentarier Robert Mazzola. Er hat auch gesagt, dass sieht die Polizei als problematisch. Oder wie sie damit reagiert. Und unterstützt die bulgarischen Protestanten. Which was most notably with her attempt was the deletion of points addressing the misuse. Was auch angesprochen wurde, ist, dass europäische Finanzen missbraucht wurden. Borisov written down in this Libor resolution, which was accepted actually on the. Und am 8. Oktober 2020 wurde diese Resolution verabschiedet. Ihr könnt es lesen. Es gibt den vollumfänglichen Unterstützung. Aber außerdem haben wir ein paar freundliche, ehrliche Personen, das sind diese hier, die für die bulgarischen Personen unterstützt haben und bei manchen der Demonstrationen vor Ort waren. Paul Tank zum Beispiel und die anderen, die da auf der Folie zu lesen sind. Und noch was ich mitnehme, die Protestegesellschaft war Gesellschaft. Es ging um Toleranz und Empathie. Aber es gab auch ein paar Probleme, die wir immer noch sehen. Sexismus, Rassismus und Leute, die gegen LGBTQA sind. Und viele Leute haben Online-Plattformen benutzt, um diese Demonstrationen zu erfahren. Es ist eine Veränderung in dem, wie Bulgarien funktioniert. Okay, danke. Das war ein sehr schneller, aber gründliche Vorstellung, was in Bulgarien passiert ist. Mein Ziel hier ist, das, was wir gerade gehört haben, in die generale Veränderung des Landes zu positionieren und darüber zu reden, wie die Gesellschaft und die EU zusammenkommen können, um den staatlichen Institutionen zu helfen, sich zu verhandeln. Ich teile meine Präsentation. Aber jemand anders zeigt noch seinen Bildschirm? Nein? No, you can share yours. I'm okay. Out. I can share. Okay. Okay, könnt ihr das hier sehen? Do you see this? Ja, wir sehen das. Yes, we do. Okay. So, do you see me? Könnt ihr mich sehen oder nur meinen Bildschirm? You're with the screen. Könnt beides sehen. I'm with the screen. Okay. Okay. Also, bevor wir anfangen, wie die EU und der Staat und die Gesellschaft zusammenarbeiten, möchte ich kurz erklären, dass ich damit anfange, wie Demokratie verstanden werden kann, wenn wir debattieren mit unterschiedlichen Gruppen und unterschiedlichen Interessen. Und damit das funktioniert, brauchen wir eine starke Gesellschaft. Ich benutze
benutze eine europäische Definition von Gesellschaft und das bedeutet, dass die Normen und die Werte, die die Gesellschaft benutzt, etwas ist, was innerhalb der Gesellschaft passiert. Und die Gesellschaft ist nicht nur Bestandteil, dass sie diese Normen erstellt, sondern auch sie darin, sie umzusetzen. Das wird dadurch gemacht, dass sie den staatlichen Institutionen den Rückhalt gibt, diese Normen und Werte zu überwachen. Eine Art ist, Demokratie zu bewerten, ist zu schauen, ob die Gesellschaft die Möglichkeit hat, diese statischen Institutionen die Möglichkeit zu geben oder die Kraft zu geben, die Normen zu überwachen. Wir müssen uns bei einer Gesellschaft anschauen, wir müssen anschauen, wie die Gesellschaft das Vertrauen in die Regierung gibt und wie sie das überprüft. In Übergangsstaaten, wie zum Beispiel in Bulgarien, ist dies mit Demonstrationen. Demonstrationen sind wichtig, insbesondere bei den Übergängen, ist, dass die Proteste einen Wert zeigen, wie gut das vorangeht. Es ist eine das ist, wie die Gesellschaft ist. Außerdem schaue ich nicht notwendigerweise die organisatorischen Strukturen an. Ich schaue nicht, wie die Gesellschaft funktioniert oder wie staatliche Organisationen funktionieren oder wie die EU organisiert ist, sondern ich schaue die Interaktion zwischen diesen an. Wie kommuniziert die EU mit dem Staat, mit der Gesellschaft, was ist die Rolle der Gesellschaft und wie kommuniziert die Gesellschaft mit dem Staat. Also mein Modell zeigt, dass der Staat, die Aufgabe des Staates ist, eine zu wandeln. Ja, es gibt einen Druck von der EU, wir sind schon seit 2007 Mitglied und darum gibt es auch Druck. Und wir wollen uns anschauen, wie die EU und der Staat zusammenarbeiten, wie die EU den Staat verändert in der Modifikation. Außerdem schaue ich in die andere Richtung an, wie die Gesellschaft den Staat Influence aufbaut. Der Grund für diese letzte Verbindung ist, dass die Gesellschaft von Bulgarien und den meisten anderen ehemals kommunistischen Staaten in der Überwindung hat Probleme aufgrund von unterschiedlichen Gründen und war nicht gut vorbereitet, diesen Druck aufzubauen, auf den Staat aufzubauen. Was ist die Rolle der EU dabei der Gesellschaft in Bulgarien beizubringen, ihre eigene Aufgabe zu spielen? Wie funktioniert das normalerweise, wie die EU die Gesellschaft unterstützt? Die letzte Verbindung, die ihr seht, ist, was aus der Gesellschaft herauskommt zur Europäischen Union. Und für mich theoretisch dieses Feedback sehr wichtig. Hat die Gesellschaft die Möglichkeit, die Europäische Union Feedback zu geben, mit dem, wie es lokal besonders ist, die Charakteristika des Landes und auch dessen, was nicht möglich ist. Dann kann die EU ihre Anforderungen an den Staat modifizieren. Also zuallererst diese Beziehung, und ich werde das, was ich gefunden habe, hier zeigen, was zwei unterschiedliche Projekte, die hier diese Kommunikationsmodell zeigen. Um die Interaktion zwischen der Europäischen Union und der Gesellschaft zu zeigen, benutze ich eine Analyse von sozialen Netzwerken. Es erzählt uns etwas darüber,
wie innerhalb von einer Gruppe kommuniziert, interagiert wird. Nicht notwendigerweise viel über die einzelnen Entitäten da drin. Dies ist das Ergebnis der sozialen Netzwerkanalyse über die Zeit. Und 2013, das Datum ist da falsch. Die Frage ist, wie stark ein spezifischer Node für ein spezifisches mit einem spezifischen Netzwerk zusammenhängt. In diesem Fall nicht Regierungsorganisationen aus Bulgarien. Ich musste nicht Regierungsorganisationen benutzen, weil andere, weil sie einfach zu messen sind. Das sind nicht Regierungsorganisationen, die in einem Netzwerk zusammenarbeiten und die EU ist hier oben und die sozialen Netzwerkanalyse zeigt, wie zentral die Europäische Union in dieser Organisation der Nichtregierungsorganisationen ist. 2003 war die EU am 5. Platz, 2007 war sie im 2. Platz. 2007 ist das Jahr, in das wir ausgewählt haben, weil hier Sabine ein bisschen die Technik aufzusetzen. I don't. It's in German. I don't speak German. So what do we have to do? Prepare. Can you guys hear me? Könnt ihr mich hören? Ja, wir hören dich. Yes. Ja. Irgendjemand hat Deutsch geredet und ich weiß nicht, mit wem sie geredet haben. Nein, mein Problem. Tut mir leid. Wir haben nicht mehr so sehr viel Zeit. Okay. Also, wie auch immer. Das Ergebnis davon ist, dass, und ich muss jetzt ein bisschen abkürzen, das Ideal wäre, dass die EU ein bisschen mehr involviert wäre in die Gesellschaft. Aber sie ist nicht wirklich fähig dazu, hier einzugreifen. Beispielsweise zu dem Zeitpunkt, wo die Verfassung geschrieben worden ist. Und da müsste mehr beigetragen werden. 2007 sieht man, dass die EU etwas mehr Einfluss hatte. Allerdings 2013 war sie nicht mehr so stark mit dabei. Und leider ist der Zustand bisher kein guter. Und ich wollte auch das Verhältnis des Staates mit der Gesellschaft untersuchen. Und die Prozesse in 2013 sind ziemlich ähnlich zu denen wie in 2020. Und ich benutzte ein Modell, mit dem ich überprüfen wollte, wie stark die Proteste, also die Protestanten, mit dem Staat kommunizierten. Und dabei habe ich ein ganzes Set von rhetorischen Themen entdeckt. Und was im Grunde genommen sehr interessiert ist, ist, dass es einige Phrasen gibt, die wesentlich häufiger vorkommen als andere. Ich habe mir alle Transkripte angeguckt und ich habe dann drei Sprachmodelle entwickelt. Eins abgeleitet aus der Wikipedia auf Bulgarisch. Und der Zweck davon war, herauszufinden, welche Teile an welchen Teilen ich gar nicht interessiert bin, beispielsweise Artikel und Namen und so weiter und so fort.
Dann gab es ein Sprachmodell basierend auf den Ansprachen und Transkripten aus dem bulgarischen Parlament. Und um abzukürzen, hier dieses Slide. Hier ist, was die Gesellschaft darüber sprach während den Protesten. Und die Gesellschaft spricht viel über den Zweck der Regierung und darüber, wie man das Wahlsystem enden könnte. Und was auch sehr wichtig war, waren Transparenz und Verantwortungsmechanismen. Und dass die, das Commitment zur Europäischen Union in Bulgarien. Und auch es ging auch sehr stark um direkte Demokratie. Und während die Gesellschaft auf der Straße ist und dafür fragt, sieht man auf der linken Seite, worüber das Parlament sprach. Und die sprachen über ganz andere Dinge. Und um das noch weiter abzukürzen, werde ich da nicht so sehr drauf eingehen. Aber die grundsätzliche Idee davon ist, dass wir beobachtet haben, dass es eine große Lücke zwischen Parlament und Gesellschaft gab. So die Hauptthemen, die interessant waren, beispielsweise Korruption und die Verbindung zur Europäischen Union, Einhaltung europäischer Normen in der Gesellschaft, waren im Parlament nicht vorhanden, während im Parlament darüber gesprochen worden ist, die Grenzen zu sprechen, lokale Dinge zu tun und über Flüchtlinge, die kommen und dann Grenzen schließen. So man sieht, dass es da ein großer Unterschied ist. Und mein Fokus dabei lag auf der Kommunikation zwischen den Akteuren hier. Und dabei habe ich herausgefunden, dass es hier Lücken gibt. Es tut mir leid, dass ich etwas mehr Zeit gebraucht habe und vielen Dank. Hallo. Hallo. Hört ihr mich? Yes. Ja. Okay, versuch so, dich kurz zu halten. Ich werde über die Proteste reden und den Hintergrund. Die erstmalige Anforderung. Und soweit ich weiß, war es das erste Mal, dass diese Frage das gestattet wurde, dass der Generalanwalt zurücktreten soll. Ich habe das so eine Anforderung in Europa noch nie gehört. Und jetzt die Frage, warum ist der Generalstaatsanwalt zum Rücktritt aufgefordert? Im 9. Juli begannen die Demonstranten und nachdem eine eine militärische Polizei Kräfte in den Präsidentenbüro eingedrungen sind. Der Hintergrund dazu war, dass die Politikers, Christo Ivanov, who accosted to the beach of Rosenitz, now a private residence for former, dass das private Leute viel politischer sind als zuvor. Und es gab dann nationale Sicherheitsguards, die da eigentlich nicht sein sollten. Und Leute wurden gesagt, dass wenn die immer noch unter seiner Kontrolle wäre, dann würde das alles nicht passieren. Und der Staatsanwalt
how to say, to avoid the word accomplice, but hat mit der Regierung zusammengearbeitet und hat das Gebäude des Präsidenten durchsuchen lassen. Und nach der Durchsuchung hat die bulgarische Gesellschaft auf die Straßen gegangen, und diesmal war es nicht über die ökonomischen Fragen. Es ging nicht um Geld und soziale Gleichheit, sondern es ging darum, dass die Demokratie geschützt wird, weil der Generalstaatsanwalt, mit seit Dezember 2019 ist er das, war eine sehr kontroverse Figur seit seiner Wahl als einzige Person. Er hat sich nicht interviewen lassen, er hat gesagt, er glaubt nicht daran, dass die Autoritäten zwischen der gesetzgebenden und der administrativen und so weiter die Rechteteilung nicht zu unterstützen. Er glaubt nicht in Demokratie, und er wurde trotzdem gewählt von der Mehrheit der Wahlberechtigten aus dem judikalen Bereich. Es gab von Anfang an Demonstrationen gegen ihn, und er hat sehr kontroverse Aktionen durchgeführt. Zum Beispiel hat er die Welt, er hat es wurden Antiken von einem Geschäftsmann genommen, sie wurden in Plastiksäcke getan und fürs Gerichtsverfahren benutzt, aber zwei Monate später waren sie auf dem Schwarzmarkt wieder verfügbar, und weil sie da geklaut wurden. Und es gab diese Beweise, diese ganze kulturelle Historie ist verloren gegangen, weil sie das Geld haben wollten. Und eine Historiker aus dem deutschen Stasi-Historie sagt, dass diese Aktionen von dem Staatsanwalt unprofessional, illegal sind und ein Skandal sind. Wir haben noch 4 Minuten und dann ist es das. Darum Entschuldigung, dass ich jetzt erst früh abbreche. It's me now. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Well, as you already heard. Okay. Wie ihr schon gehört habt, wir haben Probleme mit Korruption. And as far as we know, so was wir wissen, ist, dass es 3 Elemente gibt, die für eine gute Demokratie vorhanden sein muss. Eine Opposition. Totally screwed. I started working as a journalist. Was ein Journalist vor mehr als 15 Jahren schrieb in einer Zeitung, ist, wenn das bulgarische Regierung versuchte, der EU beizutreten. Die EU beobachtete die EU-Kommission sehr eng die Verbindungen zwischen Verbrechen und Regierung. Und in 2007 trat Bulgarien der EU bei. Und die Beobachtung ging weiter. Und während Bulgarien der EU beitrat, Bulgarien
countries where political regimes are putting journalists in prisons because of their Bulgarien work. Stellt so Polizisten ins Gefängnis aufgrund von der Arbeit, Union, die sie tun, und der wenigen Länder in Europa, die das so stark machen. Die Europäische Kommission hat das Ganze beobachtet und das war komplett unerwartet. Es war erwartet, dass Bulgarien eine Rechtsreform macht und gegen die Korruption arbeitet. Und es ist klar, dass ein Kampf gegen Korruption nicht funktioniert, wenn man keine starke Journalisten hat. Wenn keine Journalisten Fragen stellen, dann geht das einfach nicht. Man kann keine kritische Masse in der Gesellschaft haben, die auf die Straße geht und anfängt zu protestieren, wenn sie keine Ahnung haben, was in ihrem eigenen Land passiert. In 2019 hat die Europäische Union in ihrem Report geschrieben, vom Report gegen Korruption geschrieben, dass die Reformen in der den Kampf gegen die Korruption unmöglich macht. Wenn Bulgarien Mitglied in der Europäischen Union wurde, hat es angefangen, europäische Gelder zu bekommen. Die gingen zu Infrastrukturprotokolle und ganz viele unterschiedliche andere Sachen. Und diese Gelder scheinen giftig zu sein. Sie begannen schnell eine treibende Kraft zu werden. Sie führten dazu, dass wurden dann viel Geld zu Firmen, die nahe an den Gesetzgebenden drin sind. In jedem Budget der europäischen Programme gibt es eine gewisse Menge an Geld, die für Werbung für diese Projekte ausgegeben werden kann. Und es ging darum, dass der Gesellschaft gezeigt wurde, was mit diesen Geldern passiert ist. Und die politische Klasse in Bulgarien hat schnell erfahren, dass sie mit diesem Geld Media kaufen konnte. Das heißt, diese Medien bekamen europäische Gelder und die Fragen gestellt haben an das Parlament, durften dieses Geld nicht bekommen. In einem einzelnen Jahr Bulgarien die Medien gekauft. Und die EU hat die Politik damit geschadet. Und weniger haben die Fragen gestellt, haben Korruption in der Regierung untersucht. Und die es gemacht haben, wurden sofort von der Regierung geschätzt. Man konnte mehr Steuern befragt werden. Es konnte sein, dass man einfach mal so zur Polizeistation mitgenommen hat und die stärkste Kraft sind Medienkampagnen in den ganzen gelben Seiten, die nahe dem Regierungsnah sind. Eine dieser Zeitungen, die sehr häufig war, hat Geld bekommen, als dieselbe Webseite auf die Liste der Webseiten gestellt wurde, die falsche Nachrichten verteilen, also die Seite der Europäischen Union. Meine Kollegen haben keine Checks bekommen wegen der Arbeit, die sie machen. Es war nicht bis in diesem Jahr, dass die Europäische Union das Problem erkannt hat und eine neue Kampagne für Medienfreiheit in Bulgarien gestartet hat. Und in meiner Meinung nach ist es viel zu spät dafür. Das ist mein Teil davon. Thank you.
Okay, vielen Dank. Es gibt noch eine Frage, die ihr vielleicht schnell beantworten könnt. Die Frage ist, warum sagen die europäischen Nachrichtenportale außerhalb Bulgariens auch nicht darüber erzählen? In den letzten 15 Jahren habe ich mit fremden Journalisten zusammengearbeitet in Bulgarien arbeiten, und der Zusammenhang ist ziemlich schwierig hier in Bulgarien. Es ist sehr schwer zu erklären, was passiert. Was in Bulgarien passiert, das mit im Europäischen Parlament zu kommunizieren. Jetzt, wo das Europäische Parlament über die Situation redet in Bulgarien in den letzten 6 Monaten, da gab es sehr tiefe Analysen in europäischen Nachrichtenseiten, in Deutschland, in Schweiz, in Frankreich. Also jetzt endlich fangen unsere Kollegen damit an, darüber zu reden und sagen, dass es ein Problem ist, und reden darüber, wo die Gelder der europäischen Steuerzahler hinfließen. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt fertig. Vielleicht noch ein kurzes Kommentar von Nord Kevin, wenn du noch was hinzufügen möchtest, weil du am Anfang ein bisschen kurz gestalten würdest in ein, zwei Sätzen. Ich sehe keinen, der mir sagt, dass ich nicht reden kann. Also, vielleicht, wenn du noch eine kurze Zusammenfassung machen wolltest, darüber, was du sagen wolltest. Hallo, ja, ich wollte sagen, dass das Rechtssystem in Bulgarien sehr mittelalterlich ist. Es beginnt damit, dass der Staatsanwalt, oder es beginnt mit dem Staatsanwalt, weil er weil er sich Instrument von Gott nennt. Das ist nichts Normales. Damit können wir auch gleich wieder aufhören, weil alles, was ich jetzt sage, ist nicht notwendig. Also ich glaube, dass wenn der Staatsanwalt sich selber als Instrument Gottes bezeichnet in der Öffentlichkeit, dann ist das, ist dieser Person nicht eine schlechte Person für einen Dienst am Volk. Yes, indeed. Ja, vielen Dank. Thank you. Thank you all. We don't have any questions. Wir haben aktuell keine Fragen, also beenden wir den Vortrag mit. Ja. I don't know. Perhaps we'll. Ich will jetzt nicht weiter reden. Vielen Dank, und wenn jemand noch weitere Fragen hat, dann könnt ihr zumindest mich immer fragen, und ich kann meine Kontaktinformationen weitergeben. Und Bulgarien braucht viel Hilfe in ganz vielen unterschiedlichen Aspekten, und die Diskussion beginnt jetzt, und ich freue mich, mit allen Leuten darüber zu reden. Wir müssen jetzt aber leider beenden. Tschüss, vielen Dank. Okay. Thank you guys. Okay. Yeah. Bye-bye. Thank you.